Im Zweifel für die Angeklagten mit Freisprüchen ist heute der Prozess gegen zwei Akademiker-Balldemonstranten zu Ende gegangen. Die jungen Männer sollen Teil des sogenannten Schwarzen Blocks gewesen sein, der vor mittlerweile 2,5 Jahren Teile der Wiener Innenstadt verwüstet hat. Doch nicht alle Polizisten, die heute als Zeugen geladen waren, haben die Beschuldigten im Gerichtssaal wiedererkannt. Die Staatsanwältin wirft den beiden Angeklagten schwere gemeinschaftliche Gewalt und schwere Sachbeschädigung vor. Im Zuge der Demo gegen den rechten WKR-Ball, wie er damals noch geheißen hat, wurden in der Innenstadt zahlreiche Fensterscheiben eingeschlagen. Auch die Polizeiinspektion am Hof und ein Polizeibus wurden durch Aktivisten des Schwarzen Blocks schwer beschädigt. Doch für eine konkrete Beteiligung der Angeklagten fehlen die Sachbeweise, beteuern die Anwälte. Es gibt einen Beamten, der meine Mandanten festgenommen hat. Den werden wir heute als Zeugen hören. Wir werden uns anhören, was der zu sagen hat. Aber ich gehe davon aus, dass hier nichts Belastendes zutage kommen wird. Gegen meinen Mandanten liegen überhaupt keine Beweismittel vor. Ganz im Gegenteil, ja, er wird von der Polizei selbst entlastet. Insofern wundert mich die Anklageschrift erst recht. Einer der beiden Angeklagten gibt zu, vermummt, zwei Ütongsteine gegen Beamte geworfen zu haben. Ich war aufgekratzt, es sei eine Dummheit gewesen, sagt er heute. Er habe aber niemanden verletzen wollen. Der Zweitangeklagte, ein deutscher Staatsbürger, sagt, er sei nur mitgelaufen. Dieser Mann kann in keinster Weise zum Schwarzen Block zugerechnet werden, erklärt die Richterin. Und auch der Mitangeklagte wird im Zweifel freigesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Franz Dürnstein hat berichtet.